Die vier großen deutschen Stromversorger haben ihre Gewinne in den vergangenen 6 Jahren verdreifacht, hat jetzt eine Studie ergeben. Bezahlt haben die Milliarden vor allem die privaten Stromkunden. Und die nächsten Preiserhöhungen zum Januar sind bereits angekündigt. Aber das ist noch nicht alles. Laut Mieterbund drohen den meisten Mietern saftige Heizkostennachzahlungen. Wer mit Öl heizt, könnte bis zu 30% Heizkosten nachzahlen. Für Gaskunden wird es rund 20% teurer. Das bedeutet für eine vierköpfige Familie zwischen 300 und 400 Euro Mehrkosten. Ja, wir haben natürlich ein Jahr der explodierenden Energiepreise hinter uns, das Jahr 2008. Die Gaspreise sind gestiegen, die Ölpreise sind gestiegen. Und deshalb werden erhebliche Nachforderungen auf die Mieter zukommen. Und auch die selbstnutzenden Eigentümer müssen natürlich die höheren Kosten tragen. Zudem wird Strom bei vielen Anbietern im nächsten Jahr teurer, obwohl die Energiekonzerne trotz der Finanzkrise offenbar auch für dieses Jahr Rekordeinnahmen erwarten. Laut einer Studie der Grünen Bundestagsfraktion sind der Grund für die Gewinne vor allem die hohen Strompreise. Während sich die Gewinne der Energiekonzerne in den vergangenen Jahren verdreifacht haben, sind gleichzeitig die Strompreise um mehr als 50% angestiegen. Die Energiekonzerne haben zu hohe Preise und haben deshalb zu hohe Gewinne, weil es keinen Wettbewerb gibt. Und die Leidtragenden sind die Verbraucher. Leidtragend ist die Wirtschaft, die Energie einkaufen muss. Und deshalb muss die Bundesregierung dafür sorgen, dass es mehr Wettbewerb gibt. Einen Hoffnungsschimmer gibt es aber für die Verbraucher. Durch den weltweiten Abschwung hat der Ölpreis fast 2/3 an Wert eingebüßt. Das heißt, sowohl Heizöl als auch Gas werden 2009 günstiger. Eine Nachzahlung für das kommende Jahr ist also unwahrscheinlich.